Bei einem Erdrutsch südlich von Marrakesch sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Wie marokkanische Medien meldeten, konnten die Rettungskräfte nur noch 16 Leichen bergen. Vor dem Erdrutsch hatte es Warnungen vor heftigen Gewittern gegeben. Die Opfer befanden sich an Bord eines Minibusses und waren unterwegs von Casablanca nach Talyun. Die Rettungskräfte waren die ganze Nacht über im Einsatz. Normalerweise regnet es in dieser Gegend im Sommer gar nicht.